Der Macht der 10. Legion hatte selbst die Arten Rajani nichts entgegenzusetzen. Jean Cassindas Leutnant war besiegt. Die Herrschaft ihrer Söldner über Ruckenwal gebrochen. In vergangenen Zeiten fiel das Urteil der Legion barmherzig und fair aus. Und so habt ihr entschieden, ihr Leben zu schonen. Wer kann schon sagen, wie sich unerwartete Barmherzigkeit auf das Herz eines Feindes auswirkt? Während sich das Volk von Rabenbach wieder erholte, bereiteten wir uns auf unseren nächsten Schachzug vor. Unsere alte Feindin war stärker denn je. Und sie plante noch immer unseren Untergang. Das Ruckenwahl-Versammlungshaus diente nicht als Zufluchtsstätte, sondern als perfekter Ort, um uns auf das vorzubereiten, was kommen würde. Martin hat mir erzählt, dass Jean Cassinda dahinter steckt. Sie hat schnell gehandelt. Was heißt, dass sie nervös ist? Rajani wurde durch lauter verworbene Lügen über die Legion manipuliert. Als Zeichen unseres guten Willens werden wir sie freilassen. Vielleicht können wir Jane überzeugen, dass sie auf einem Irrweg ist. Ihr seid ein Idealist, Martin. Ihr könnt nicht davon ausgehen, dass unsere Feinde Ehre haben. Zumindest nicht Jean Cassinda. Ja, und damit heiße ich euch auch willkommen zurück zu Dungeon Siege 3. Und ja, das letzte Mal haben wir gegen Rajani gekämpft, sie auch freigelassen, weil wir der Meinung waren, sie lieber eine Nachricht überbringen zu lassen, als zu töten oder einzusperren oder ähnliches. Und ja, wie ja schon gesagt worden ist, man weiß nie, wie sich so eine Barmherzigkeit auf das Herz von Feinden auswirkt. Okay, wir brauchen mehr Legionäre, schnappen wir uns Jane Cassinda? Fragezeichen. Wir machen erstmal Fragezeichen. Da erfahren wir ziemlich viel über Hintergründe und alles. Warum ist Jane Cassinda so versessen darauf, uns zu töten? Diese Frau ist ein Rätsel. War sie schon immer. Soweit wir wissen, wurde sie von der Kirche der Azoniten großgezogen. Vielleicht ist sie eine Waise oder der Bastard eines reichen Mannes. Sie muss 18 oder 19 Jahre alt gewesen sein, als der alte König starb. Sie lief durch die Straßen von Bisselberg und behauptete, die Legion hätte ihn umgebracht. Warum haben die Leute Jane geglaubt? Sie war jung, hübsch und voller Leidenschaft. Sie hat ihre Liebe für den König beteuert, obwohl sie ihn kaum gekannt haben kann. Das halbe Land war in sie verliebt. Die Heilsbringerin wurde sie genannt. Im Osten, wo die Kirche noch stark ist, ist es immer noch so. Und die Leute waren neidisch. Wir waren zu reich und zufrieden geworden. Das war die Schuld der Legion, wenn ihr mich fragt. Also hat Jane die Leute gegen uns aufgebracht. Und dann? Jane wurde von der Kirche unterstützt. Sie schürte Aufstände in den Städten. Erst Bisselberg und dann die Städte im Osten. Dann Stonebridge, das Gletschertal. Einfach überall. In Stonebridge weigerten sich die Legionäre zu kämpfen. Sie wollten nicht die Hand gegen ihre eigenen Leute erheben und standen nur da und ließen sich abschlachten. Mount Baron hatte dort seine letzte Stellung bezogen in Ruckenwal. Die Leute hier waren loyal, also musste Jane eine Armee nach Norden führen. Ihr wisst, wie es ausgegangen ist. Ja, das wissen wir. Der Kampf im Wald und dass alle anderen dann dort getötet worden sind und Jane Cassinda überlebt hat. Und ihr wart der einzige Überlebende. Wie seid ihr entkommen? Ich lasse mich nicht so einfach abschlachten und ich halte nichts von heldenhaften letzten Gefechten. Soweit es mich betrifft, ist dieser Krieg noch nicht vorbei. Selbst wenn ich der letzte Soldat im Feld bin. Erst wenn ich Jane Cassinda ein Messer in den Leib gerammt habe. Wir brauchen mehr Legionäre. Ich könnte jetzt sagen, ihr irrt euch, sehe ich auch so. Naja, der Krieg an sich ist ja wirklich noch nicht vorbei, weil Jane Cassinda greift ja immer noch an. Sie will ja immer noch die Legion vernichten, ausrotten, warum auch immer. Und wir müssen dagegen angehen, das ist auch klar. Und, ja. Ob man sie jetzt töten muss oder ob es auch eine friedliche Lösung gibt, das ist, ja, das ist so, muss man sehen, wie es sich verläuft. Deswegen, ich weiß nicht, ihr irrt euch, sehe ich auch so, das ist so, ich hätte lieber so eine dritte Option, könnt ihr aber auch nicht benennen, wie ich die gerne hätte. Das ist so schwierig, aber wenn ich jetzt, wir brauchen mehr Legionäre anklicke, dann wird das wohl ein bisschen
Naja, egal. Wir sind einfach zu wenige. Können wir irgendwo noch mehr Männer und Frauen mit Legionsblut finden? Es muss noch mehr von uns geben. Vielleicht verstecken sie sich irgendwo. Vielleicht sind noch ein paar übrig, aber nicht genug, um eine Armee aufzustellen. Aber wenn wir bekannt geben, dass die Legion zurück ist, können wir vielleicht Janes Feinde gegen sie vereinen. Wir sollten als erstes das große Versammlungshaus zurückerobern. Das alte Hauptquartier der Legion in Stonebridge. Seid ihr sicher, dass das Versammlungshaus nicht zerstört wurde? Von den Leuten in Stonebridge? Nein, das würden sie nie tun. Es ist ihr Schandmal. Es erinnert sie daran, wie sie die Legion verraten haben. Sie wagen gar nicht, das zu vergessen. Habt ihr irgendwelche Neuigkeiten aus Stonebridge gehört? Soll ich raten? Mehr Schornsteine, mehr Maschinen, mehr Metallmänner, die durch die Straßen klappern. Dann ist das Versammlungshaus in Stonebridge anders als die anderen? Es ist größer und majestätischer. Es wurde in unserem goldenen Zeitalter gebaut, nachdem die Helden die Zweck vernichtet hatten. Wir erobern das Versammlungshaus zurück und hängen unsere Banner auf. Die Leute sollen erfahren, dass die Legion zurück ist. Aber wie kommen wir nach Stonebridge? Dumme Frage. Stonebridge liegt in Richtung Südwesten, auf der anderen Seite des Sumpfes. Lazars Leute haben die Brücke repariert. Die Straße sollte also wieder zugänglich sein. Martin und ich werden vorerst hier bleiben. Wir helfen den Leuten hier beim Wiederaufbau. Wir stehen in ihrer Schuld. Sie haben viel durchgemacht, um uns zu decken. Warum soll ich allein gehen? Wir könnten alle zusammen gehen. Das Kind der Weisheit hat dich aus einem bestimmten Grund auserwählt. Du sollst die Führung übernehmen. Nicht Martin und auch nicht ich. Wenn es hier ein Dimensionsportal gibt, muss es auch eines in Stonebridge geben. Es gibt dort eins, aber es ist geschlossen. Mont Baron hatte angeordnet, die meisten zu schließen, damit Jane Cassinda sie nicht gegen uns verwenden konnte. Ein Dimensionsportal kann nur von außen geöffnet werden. Und das nur von einigen wenigen Privilegierten. Ja, wie mir, ne? Dann im Kinderweisheit habe ich ja die Fähigkeit bekommen. Also gut, ich reise in Richtung Süden nach Stonebridge. Jane Cassinda kontrolliert fast das ganze Land zwischen hier und Stonebridge. Ihre Soldaten tragen die Kluft der Kirche der Azuniten. Geht ihnen nach Möglichkeit aus dem Weg. Sucht nach dem Dimensionsportal, wenn ihr im Versammlungshaus seid. Wenn ihr es öffnet, könnt ihr den Rest von uns nachholen. Ihr seid die Vorhut der Legion. In euch liegen all unsere Hoffnungen. Ha, schön. Oh, oh, Lukas ist ja immer noch bei mir. Oh, das freut mich. Das freut mich sehr. Hallo, Lukas. Während des Gesprächs, das ist bei euch bestimmt aufgefallen, gab es ja diesen Hinweis Einflussgewinn auf Lukas. Was das ganz genau nochmal war, weiß ich nicht. Es könnte aber in bestimmten Situationen andere Abläufe hervorrufen. Ich glaube, man hat auch einen zusätzlichen Einflussgewinn, wenn man mit demjenigen auch zusammen kämpft. Oh, hallo Lazar. Auf dem Weg nach Stonebridge, wie ich gehört habe, bevor ihr aufbrecht, möchte ich etwas mit euch besprechen, wenn ihr einverstanden seid. Durch die Besetzung der Lescanzi wurden die Vorräte der Stadt aufgebraucht. Wenn wir sie nicht wieder aufstocken können, übersteht Rabenbach den Winter nicht. Ich weiß, dass die Legion bereits eine Menge für uns getan hat, aber ich fürchte, ich muss euch noch einmal um Hilfe bitten. Ich nehme an, ihr habt einen Plan? So ist es. Rabenbach wird in diesen Zeiten nur von wenigen Reisenden besucht, aber ich glaube, die Gruft der Helden könnte wieder Pilger aus ganz Eb anziehen, so wie es einst der Fall war. Mit den Pilgern würden auch die Händler kommen und die Stadt könnte ihre Vorratslager vor dem Winter wieder auffüllen. Erzählt mir von dieser Gruft der Helden. In der Gruft der Helden wurden die Helden der Sekkriege beigesetzt. Sie wurde als heilige Stätte angesehen und von Scharen von Pilgern besucht. Nachdem die Gruft versiegelt wurde, kamen keine Pilger mehr. Ich glaube, wenn wir sie wieder öffnen, können wir Rabenbach erneut zu Wohlstand verhelfen. Warum wurde eine heilige Stätte wie diese überhaupt versiegelt? Ich bin mir nicht vollkommen sicher. Es geschah kurz vor der Niederlage der Legion. Warum benötigt ihr die Hilfe der Legion? Die Pforten des Monuments sind durch Legionsmagie versiegelt. Sie sind immun gegen Gegenmagie oder physische Zerstörung. Sie können nur durch die Siegelringe der Legionärsfamilien geöffnet werden, die ihren Bau in Auftrag gegeben haben.
Die Montbarrens und die Gundericks. Ihr habt also bereits beide Siegelringe gefunden. Die Gruft müsste sich jetzt für euch öffnen. Okay. Ich werde tun, was ich kann. Großartig. Sucht nach den zwei großen Statuen außerhalb des Monuments. Ich hole Grigori. Wir brauchen einen Schreiber, um dieses historische Ereignis zu dokumentieren. Ja, ich hab's einmal deswegen angenommen, weil es ist halt eine Nebenmission. Ich möchte die Mission, die ich so finde, auch machen und erledigen. Und zum anderen ist es halt auch auf dem Weg. Wir sind nämlich schon mal dran vorbeigelaufen. Als wir wen haben wir denn erledigt gehabt? Ach, ich weiß nicht mehr, wen wir erledigt gehabt haben. Irgendwo weiter hinten, wo diese eingestürzte Brücke auf war und alles. Ich könnte eigentlich jetzt, wo der Händler da ist, auch ein paar Gegenstände verkaufen. Dann habe ich wieder Platz in meinem Inventar. Ja, das werde ich mal machen. Wenn ihr etwas kaufen wollt, schaut euch um. Ich mache euch einen guten Preis. So, ich habe ein paar Dinge verkauft, ein paar Dinge umgewandelt. Auch ein bisschen was Neues ausgerüstet. Gespeichert habe ich auch direkt. Und wir können weiter vorangehen. Ich habe deswegen das Verkaufen und so weiter rausgeschnitten, weil ich halt der Meinung bin, dass es nicht wirklich sehenswert ist. Wie ich ja auch sonst immer auch nicht drin habe, wie ich mich neu einrüste, einkleide und so weiter und so fort. Achso, hupsa. Habe ich eben gerade gar nicht gesehen. So, weil wenn ich das nämlich auch noch zeigen würde, huiuiuiui, da wären wir aber beschäftigt. Gäbe es einen halben Part nur deswegen. Locker. Wenn nicht sogar mehr eigentlich. So, hier wäre auch nochmal ein Speicherplatz, aber den nutze ich jetzt nicht. Brauchen wir jetzt auch nicht. Da steht einer. Ah, oh, vergebt mir. Ihr habt mich ein wenig erschreckt. Ich fürchte, ich war ganz in mein Studium dieses beeindruckenden Gebäudes vertieft. Erzählt mir etwas von euch. Was bringt euch hierher? Ich bin ein Gelehrter der Stonebridge-Gesellschaft für Geschichte. Meine Spezialisierung ist die frühe Goblin-Architektur der Renaissance. Dieses Bauwerk ist wahrhaft bemerkenswert. Seht euch die komplexen Friese und die wundervoll subtile Geometrie des Daches an. Könnt ihr mir etwas über dieses Gebäude erzählen? Das ist die Gruft der Helden. Dort drin liegen die Helden, die vor 150 Jahren die Sekt besiegt haben. Ich studiere ihre Geschichte seit Jahren. Aber leider konnte ich nie mehr tun, als die Außenseite zu studieren. Tja, da wissen wir schon mal, wir sind hier richtig. Jetzt warum nicht? Oder die Geschichte, warum nicht? Klar, weil es abgesperrt ist, weil sie versiegelt ist. Die Geschichte... Na komm, ich geh rein. Ich habe einen Weg in die Gruft gefunden. Ich werde die Tore öffnen. Das habt ihr? Wirklich? Das ist ja unglaublich. Wie habt ihr das gemacht? Wo habt ihr das gefunden? Ach, egal. Das ist jetzt alles nicht so wichtig. Dürfte ich mit euch gehen? Ich habe die Außenseite schon so lange studiert. Ich würde zu gern einen Blick auf die Artefakte im Inneren werfen. Ja, könnt ihr gerne machen. Ihr könnt mitkommen, aber seid vorsichtig und bleibt dicht bei mir. Wundervoll. Dann lasst uns die Tore öffnen. Ja, weil ich glaube, in der Zeit sind jetzt mittlerweile Besucher dort, oder? So, den Siegelring dort reinmachen und er glüht. War es nicht ganz umsonst, dass wir den mitgebracht haben und den Gundericht-Ring. Oh, das war... Nun, das ist ja wirklich beeindruckend. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, könntet ihr vielleicht in die Gruft gehen und mir ein paar Relikte mitbringen? Ach komm, ja. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wonach genau sucht ihr? Gut, ja, gut. Viel sicherer für uns alle. Ich würde wahrscheinlich euer Tod sein, weil ihr auf mich achten müsstet. Und so bleibe ich auch am Leben. Ich suche speziell nach diesen drei Relikten. Dem Schädel von Norik, dem Stab von Merik und dem Schwert von Bolingar.
Wenn ihr irgendeins davon findet, werde ich euch selbstverständlich fürstlich belohnen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss Lazar die guten Neuigkeiten überbringen. Okay. Irgendwie ist der auch ein bisschen seltsam, ne? Ich vernehme neue Laute in meinen Hallen. Atemgeräusche. Die leisen Fußtritte ängstlichen Fleisches. Oh, welch einladende Stimme. Das dachte ich mir gerade auch. Ich dachte mir gerade, ich atme gar nicht. Ich wage es überhaupt nicht zu atmen. Ach, jetzt ist das wieder so ein schöner Ort wie im Anwesen von Gunderic, oder? Ich weiß noch nicht, in welche Richtung ich jetzt am besten gehe. Ob in die oder in die andere. Ach, hier ist nur ein einfacher Raum. Ist verschlossen. Okay, dann hat sich das geklärt. Dann rolle ich mich mal in die Richtung. Ja, hallo. Hallo. Hallo Säule, die den Weg versperrt. Guck mal, Lukas, ich war viel schneller als du. Noch ein Feind weniger. Das waren mehr als nur ein Feind. Die Skelett-Champions hier, die werden immer als quasi so angezeigt hier. Wobei mir die Zauberer viel mehr Sorgen bereiten, die dort hinten sind. Die möchte ich lieber umbringen. Weil das vom Skelett-Champion habe ich weniger Angst, beziehungsweise brauche ich weniger befürchten, als vor denen hier. Die machen mehr Schaden. Achso, ich hänge an ihm. Ich wundere mich, warum weiche ich nicht aus. So, okay. Nehme ich das zum Heilen, weil das brauchst du nicht, Lukas. Ah, ich bin froh, dass ich nicht alleine unterwegs bin, dass er bei mir ist. Ist viel angenehmer. Hier ist nichts. Zumindest sieht es danach aus, als wäre da nichts. Da sehe ich auch nichts. Nein, ist alles eingeschützt. Gut, dann bleibt uns ja nur geradeaus. Oh, guck mal, da ist ein... Hier musst du hin. Ich bleib einfach mal stehen. Die haben eigentlich seltener Möglichkeiten, mein Blocken zu durchbrechen. Also ich habe es zumindest seltener erlebt, dass solche random Zufallsgegner, die einfach mal so auftauchen, irgendwie was gegen mein Blocken ausrichten könnten. Ich wollte dich eigentlich nicht. Ich wollte den da hinten. Der wäre viel besser gewesen, wenn ich den erwischt hätte. Achso, ich wollte gerade sagen, bin ich Level abgekommen. Das sieht aber normalerweise anders aus. Ich habe zu spät gemerkt, dass das eine Attacke war. So, auch erledigt. Die sind... Keine Bedrohung mehr. Nachdem man Rajani getötet hat, erledigt hat, sind die echt keine Bedrohung mehr. Ich bin jetzt auch nur deswegen den Weg hier lang gegangen, weil ich halt, wo ist dieser Skelett-Champion? Ach so, da hinten. Weil ich gucken wollte, ob es hier irgendwie was gibt. Der Champion könnte eher was haben, um meine Verteidigung zu durchbrechen.
Aber der Champion ist halt, wie gesagt, es sind keine Gegner zur Zeit. Bis dann wieder ein Bosskampf kommt und ich 5000 Mal sterbe. Aber ich freue mich schon, wenn wir in Stonebridge sind. Die Nebenmission hier, die wird jetzt noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, wie damals auch bei dem Gunderic Anwesen. Aber es lohnt sich hier auf jeden Fall. Oh, ist abgeschlossen. Da will ich aber hin. Okay, gut. Ah, da ist doch eine Truhe. Was soll ich sagen? Aber in Stonebridge halt, ist es echt eine große Stadt. Und das ist so cool gemacht. Da gibt es dann auch verschiedene Missionen noch, weil du da Leute beeindrucken musst, damit du irgendwie Hilfe kriegst oder sowas. Und diese Missionen sind halt echt cool. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie ein Buch, das man lesen kann. Okay, wir müssen jetzt also hier weiter. Und es wird immer einladender, wie man merkt. So, ich mache mal hier mein Feuerchen hin. Und hau direkt ab, damit die Bogenschützen nicht der Meinung sind, oh, wir laufen mal aus dem Feuer raus, weil du zu nah bist, um anzugreifen, weil wir Bogenschützen sind halt, ne? Okay, gut, das haben wir erledigt. Gehen wir weiter tiefer hinab. Ketten, die rasseln. Ich weiß jetzt schon, ich werde mich wieder erschrecken, sobald die Stimme wieder mit uns redet. Oder irgendwas von sich gibt. Das weiß ich jetzt schon. Ich fand das ja damals schon im Gunderic-Anwesen unheimlich. Und da war eigentlich nicht so eine unheimliche Stimme, wie jetzt hier der Fall war. Achso, ja, Entschuldigung. Tut mir leid. Innere Wärme. So, das machen wir mal. Können wir zurück. Dann machen wir unseren Hauptmerk jetzt dorthin. Und er kriegt... Okay, bei ihm fängt es jetzt wieder oben an. Das machen wir voll bei ihm und dann können wir weiter. Ach, toll. Toll, ja. Ist echt praktisch, wenn man in der einen Ecke sein Feuer legt, damit der stirbt. Dann jemand anderen angreift, bis das Feuer wieder parat ist. Und so weiter und so fort. Ist praktisch. Das Feuer ist noch nicht so weit. Geht's aber. Da bist du noch, du da. Ich werde als getroffen, das nervt. So. Ja. Auch erledigt. Ich weiß noch, ich bin da, als ich hierher gekommen bin, bin ich damals so in Panik verfallen. Aber eigentlich ist es ganz easy peasy. Wenn man sich halt konzentriert und einer gewissen Strategie folgt. Und ganz viel ausweicht. Also in dem Spiel ausweichen, das A und O. Das, was ich eigentlich hasse, blocken und ausweichen. Oh Gott. Musst du hier so häufig, weil du sonst echt verloren bist. Hat man ja schon oft genug gesehen. Auf leicht geht es eigentlich mit den Kämpfen, also bei den Bosskämpfen. Außer bei einem, das weiß ich, da bin ich verzweifelt. Ich glaube, ich habe erst nach dem 10. Mal oder so geschafft. Gut, vielleicht ist doch 10 übertrieben. Ich weiß es halt echt nicht mehr. Es waren sehr viele Versuche. Und verschiedene Sachen hatte ich da ausprobiert gehabt und alles. Und nichts war wirklich großartig erfolgreich. Und dann habe ich es nur ganz knapp geschafft, das weiß ich noch. Los, los, mach! Mach! Du sollst das Feuer machen. Und nicht halb verrecken hier. Nur so, ganz nebenbei. Das
hat die vergessen. Das hat die einfach vergessen. Die wollte, dass sie nicht verrecken wollte und so. Ach ja. So, jetzt machen wir den nur noch fertig. Und dann ist der Part auch schon wieder vorbei. Könnte sein, dass er auch ein bisschen länger geworden ist. Ich weiß nicht, wegen dem Einkaufen und Verkaufen und Umwandeln und neu ausrüsten und so. Ihr könnt nichts töten, was bereits tot ist. Meine Krieger werden euch jagen, bis ihr erschöpft und klagend niedersinkt. Aber die Skelette sind verschwunden. Die sind doch eigentlich auch schon tot. Naja, mit diesen schönen Worten von ihm, ne, werde ich dann hier einen Schnitt machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss, eure Tai.